Hoeneß kündigt große Sommertransfers an. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat im Check24-Doppelpass aus dem Nähkästchen geplaudert und angedeutet, dass der Rekordmeister schon diverse Top-Neuzugänge für den Sommer an der Angel hat. Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Problem, sag doch mal! Aber, sag das, doch mal. Aber das Problem für uns ist, aber das Problem ist doch für uns, wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, ja böse. Einer, der sich im Sommer neu orientieren muss, ist Franck Ribéry. Hoeneß stellte am Sonntagvormittag klar, dass der Franzose über den Sommer hinaus keine Option mehr in München ist. Ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei, als Karl-Heinz und Hasan mit Ayen und ihm vor der Saison das Jahr vereinbart haben. Ach so, du warst nicht dabei. Da ist sicherlich darüber gesprochen worden, dass das wohl das Letzte sein wird. Und es wird wohl wahrscheinlich auch so sein. Also wir diskutieren gerade darüber, den beiden ein super Abschiedsspiel, gemeinsames Abschiedsspiel zu machen. Auch in Sachen Luca Hernandez von Atletico Madrid wurde Hoeneß konkret. Die Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro sind die Bayern ganz offensichtlich bereit zu zahlen. Wenn er gut ist, würde ich es bezahlen. Ja, ist Hernandez so gut? Er ist Weltmeister. Das heißt noch nicht, dass er jetzt unterschrieben hat, aber wenn wir den kriegen können, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass wir das bezahlen würden.